Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind hier in der Hafenstadt von Korinnes, genau gesagt im Hafen der Hafenstadt Korinnes, stehen vor Laris, der uns zu Satoras, dem obersten Feuermagier, bringen soll. Okay, lass uns gehen. Wohin? Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Dann wollen wir mal. Folge mir. Der Laris ist ein richtiger Kumpeltyp geworden, ne? Im ersten Teil war er erstmal eigentlich noch nicht so wichtig für uns. Aber hier im zweiten Teil spielt er schon eine wichtige Rolle. Ich meine, klar, im ersten Teil war er der Anführer der Banditen, der den Haufen wenigstens ein bisschen zusammengehalten hat. Wir erinnern uns, das war quasi für eine gewisse Zeit unser Chef, aber wirklich viel zu tun hatten wir mit ihm nicht. Aber dort, wo Adanos stand, ward ein Ort, an dem Innos und Belia keine Macht hatten. Mal schauen, wie der uns führen wird. Ich weiß es gerade wirklich nicht, wie wir da hinkommen. Man sieht das anders. Also klar, Nordosten und so, aber wir haben immer noch keine Karte, deswegen können wir uns auch nicht umschauen. Wir hätten vielleicht mal irgendwann eine Karte kaufen sollen. Jetzt, wo wir gerade davon reden. Ja. So, ich werde jetzt erstmal die neue Rüstung anlegen, das ist ja jetzt erlaubt. Bin mir gar nicht sicher, aber mittlerweile. Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Satoras bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Satoras erinnern. Sicher. Er war der oberste Wassermagier im neuen Lager. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orkkriegen. Was hat Kavalon damit zu tun? Soviel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Also, jetzt hat er uns quasi, hätte er uns das erste Mal offenbart, dass er Teil des Rings des Wassers, also nicht, dass er Teil des Rings des Wassers ist, sondern dass er diese Rüstung hat. Oh, hier riecht es gerade nach Schnitzel. Oh, das ist gemein. Ich habe heute nämlich mal getestet, ob ich zum Mittag mit einem Smoothie auskomme, anstatt eines vollwertigen Essens. Was ist los? Geht's noch? Laber nicht. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Und jetzt riecht man so ein leckeres Schnitzel und ich habe heute Mittag schon davon geträumt. Na gut. Halb so wild. Oh, da ging's nicht lang. Also schon mal auf Innos Weg, den wir damals gelaufen sind, ist wahrscheinlich am Ende wirklich dort bei den Pyramiden, die wir gesehen haben. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich habe dort weit und breit keinen Wassermagier gesehen gehabt. Naja, ich bin gespannt. Also das ist jetzt gerade wirklich eine Sache, an die ich mich nicht mehr erinnern kann.
Schon wieder eins von diesen Biestern. Warte mal. Nein, alles gut. Weiter geht's. Nichts zu plündern. Ich will nur kurz hier die bisschen plündern. Nicht, da ist nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Und jetzt gehen wir weiter. Ich könnte euch jetzt von Schnitzeln mach erzählen. Mach mir jetzt nicht schlapp. Quatsch nicht so viel. Lass uns weitergehen. Da würde auch euch das Wasser im Mund zusammenlaufen. Diese Umstellung auf Smoothies, das wollen meine Frau und ich jetzt mal probieren, um ein bisschen abzunehmen, ja. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das von Erfolg gekrönt sein wird, aber darum geht es ja erstmal nicht. Es geht ja erstmal darum, generell auch die Disziplin aufzubauen. Oh. Einen Moment, Laris. Warte mal. Ja, ja. Quatsch nicht. Lass uns warten. Bleib dicht. Warte mal. Quatsch nicht so viel. Nichts zu plündern. Das ist natürlich geil. Innen ansprechen und dann Meganda da zu viel Quatsch. Die Erfahrungspunkte brauchen wir eigentlich noch. Ja, ein bisschen über 2000. Blauflieder. Ich weiß, die Pflanze ist nicht so wirksam wie jetzt andere Heilpflanzen und Magiekräuter, aber trotzdem sehr praktisch. Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich näher als 100 Schritt an sie heranwagte. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an und vernichteten die feindseligen Eindringlinge. Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse. Aber das wirst du ja bald selbst sehen. Genau. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Ich laufe sogar vor dir. Ich muss sagen, die Rüstung gefällt mir eigentlich, die sieht schick aus. Da habe ich jetzt erstmal das Gefühl, dass es erstmal eine Weile dauern wird, bis wir die nächst bessere Rüstung bekommen. Ich glaube, bei Feuermagier. Puh. Oh. Da steht ja noch. Diesmal einer. Hey, du, bleib stehen! Was willst du? Wenn du nicht willst, dass ich dir die Fresse poliere, sollst du schleunigst ein paar Goldmünzen in meine Tasche wandern lassen. Du machst Witze. Siehst so aus? Wenn ich nicht 20 Goldstücke sehe, bevor du auch nur einen Schritt näher kommst, dann mach ich dich platt. Also jetzt rück die Kohle raus. Tut mir leid, ich hab kein Geld. Ja, ja, das sind schon schlimme Zeiten. Aber ich sag dir was, gib mir einfach deine Waffe, dann lass ich dich durch. Vergiss es. Dann eben auf die harte Tour. Kannst. Ja, ja. Lass uns weiter. Bleib dicht. Laris, du kannst mitmachen, wenn du möchtest. Ich wollte ihn eigentlich nicht töten, ich wollte ihn eigentlich nur K.O. schlagen. Aber gut. Er hat es nicht anders gewollt. Bin ja froh, wenn Laris es über die Brücke schafft, ohne runterzufallen.
Oh. Puh. Oh. Den hat er gut erwischt. Da ist nichts zu holen. Weiter geht's. Wir heute noch ankommen. So, hier kann's gefährlich werden. Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zurück. Immer. Keine Sorge. Ich kann ja trotzdem ein bisschen mithelfen. Muss vorher eben... Oh, ist er rum? Sind jetzt natürlich nicht so einfach im Stich, aber ich muss ja erstmal mit meiner regenerieren und so. Huch, jetzt ist er schon fertig. Naja, gut. Ich wollte ja, aber ich konnte nicht. War noch beschäftigt. So, speichern wir nochmal. Nach dem harten Kampf gegen den Snapper. Vor allem gegen einen Snapper, Alter. Nichts zu holen. Na gut, es waren zwei. Ah, okay. Ja, ich glaube, jetzt weiß ich es wieder. Man musste da runter. Aber warte mal ganz kurz, Laris. Ich will mal hier oben reingucken, ob hier noch was zu finden ist. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Dietriche bräuchten wir auf jeden Fall. Wir sind da. Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Alles klar, Laris. Hau rein. Oh, noch eine Tafel. Viecher? Was für Viecher? Oh, praktisch. Die Viecher sind ja so doof. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Können wir nämlich direkt das verwenden. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Jetzt habe ich den geplündert, ohne zu wissen, was drin war. Da ist nichts zu holen. Ach, ich freue mich schon, wenn wir die dann lesen können. So viel sei schon mal verraten. Eine Rette reicht mir. Die andere Rette ist weg. Dann würde ich sagen, werden wir noch mal schnell ein bisschen Mana zu uns nehmen oder auffrischen, besser gesagt. Und dann geht's weiter. Schnell weg.
nerviges kleines Mistviech. Nichts zu holen. Die meisten haben wir ja schon mal erwischt. Bis jetzt gab es hier zumindest für uns als Magier noch nichts Unbezwingbares hier drin. Das ist schon mal gut. Ich nehme hier kurz das restliche Blauflieder zu uns. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen genauer um. Da ist ein verschlossenes Tor, das ist ein offenes Tor. Widmen wir uns erstmal, also das heißt offen. Ein anderes würde ich mal sagen. Widmen wir uns erst dem. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Da geht's dann weiter. Und was können wir hier machen? Was ist denn das? Ich rieche einen Teleport. Warum kann ich das nicht benutzen? Warum komme ich dort nicht rein? Muss hier doch irgendwo. Ach, vielleicht kommt das noch. Egal. Gehen wir erstmal weiter. Das ist Satoras. Wir gucken uns erstmal hier um, bevor wir ihm vor die Augen treten. Denn ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber wenn er sich daran erinnert, an was ich mich erinnere aus unserem letzten Zusammentreffen, ist er vielleicht nicht so begeistert von uns. Freut er sich vielleicht doch nicht ganz so sehr. Er hat uns gesehen. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst! In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl! Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Hier wird gerade nochmal das Video aus dem ersten Teil gezeigt. Als ich das Schwert Uriziel in den Erzhaufen gerammt habe, ich schalte es mal weg. Ihr kennt das Video vielleicht noch, sonst müsst ihr euch... Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Nochmal anschauen. Es war notwendig. Ohne die Macht des Erzes hätte ich den Schläfer niemals besiegen können. Was ist das für ein Gefasel? Schläfer? Besiegt? Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinandergebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Ich bin mit Laris hierher gekommen. Laris? Wirklich? Wo ist er? Ich bin allein. Laris ist zurück in die Stadt gegangen. Was? Und er hat dich ganz allein zu uns geschickt? Was denkt er sich eigentlich? Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Wer hat dir das gegeben? Sag nicht, dass Laris es dir einfach überlassen hat. Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon, aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen.
Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Wie ich sehe, trägst du die Rüstung unserer Kinder. Und ich erkenne in deinen Augen, dass du die Wahrheit sagst. Ist gut. Ich werde deine Aufnahme in unsere Reihen akzeptieren. Aber bedenke, dass es auch mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Und ich will für dich hoffen, dass du ihr auch gerecht wirst. Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. So, dann gucken wir mal, wo wir den finden können. Sind wir hier richtig? Ich glaube ja. Ja, da vorne steht er, glaube ich, schon. Hey, du. Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten. Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adanos. Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinnis? Ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Doch wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. Vatras gab mir dieses Amulett des suchenden Irrlichts. Ah, ein seltenes Artefakt. Mit seiner Hilfe kannst du das Irrlicht trainieren. Wusstest du das? Kannst du mir dabei helfen? Gerne. Ich habe mich lange mit dieser Art von Magie beschäftigt. Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Saturas wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. Er befindet sich weiter hinten in diesen Gewölben. Okay. Dann gehen wir mal zu Nefarius. Mittlerweile sind wir doch ein ganzes Stückchen unter der Erde, glaube ich. Womit denn? Okay, wir haben noch nicht den entsprechenden Gegenstand, um dieses Ding zu öffnen. Eine alte Steintafel. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Da unterhält sich doch jemand. Nefarius und Merdarion. Bei der Arbeit? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen wird. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher. Vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden, versteht sich. Ich gebe zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Saturas und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Was glaubst du, werdet ihr drüben finden?
Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt und ein Gegenstück zu diesem Portal. Alles Weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Du könntest aber auch... Nein, das wäre zu gefährlich. Spuck's aus. Naja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir hier in Korinis gefunden haben, schon. Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Beckenraum gibt es eine Tür. Dahinter habe ich ihn eingeschlossen. Was wäre, wenn ich es versuchen würde, ihn zu benutzen? Keine Ahnung. Wir wissen darüber noch zu wenig. Es ist möglich, dass du es nicht überlebst. Gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Gib schon her. Wenn du meinst. Hier hast du ihn. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Wenn wir erst mal drüben sind, stehe ich dir zur Verfügung. Wo sind die anderen Teleportersteine? Wir haben bisher nur einen weiteren, etwa im Zentrum von Korinis gefunden. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. So, Nefarius ist hier gerade zurück in den anderen Raum gegangen. Nee, Koros hey, war das. Du. Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich nochmal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ganz schön mutig, dich nochmal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher, sie ist magischen Ursprungs. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Sag mir, was du brauchst. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Das kann der. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören müssen. Jetzt sind sie ungefährlich. Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten. Es muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen und das auch bleiben. Wer bist du? Merdarion, den hat man schon. Wir reden erst mit allen und dann benutzen wir den Teleporter. Beziehungsweise, wenn wir ein bisschen Glück, gehen wir natürlich direkt durchs Portal. Wir haben ja ein Ornament. Alles klar? Ganz schön mutig von dir, hier einfach so rein zu spazieren. Was machst du hier? Ich studiere die Sprache der Erbauer. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen. Sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Erbauer haben Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben. Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit gestohlen. Was steht denn so auf diesen Steintafeln? Sie erhalten das gesammelte Wissen des alten Volkes. Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Für jemanden, der die Tafeln lesen kann,
sind sie ein wahrer Schatz. Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Tja, warum eigentlich nicht? Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Kommen wir. Wir brauchen mehr Lernpunkte. Na gut. Das sollte nicht mehr allzu ferner Zukunft dann auch soweit sein, also mache ich mir erstmal keine Sorgen. Wir könnten doch Mana-Tränke, können wir jetzt mal ein paar herstellen. Das muss man jedes Mal extra anklicken. Womit denn? Ah, wir haben keine Fläschchen mehr, glaube ich. Aber ist erstmal nicht so wild. Wir schlafen jetzt, dann gehen wir zu Nefarius und reden nochmal mit ihm. Was denn Womit das? Denn? Wie sieht's aus? Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ich habe Saturas kaum wiedererkannt. So außer sich war er wegen der Sache damals. Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja? Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in 4 Teile zerbrochen. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ich habe mit Merdarions Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Je länger ich auf die Inschriften starre, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Dummköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird, aber sicherlich ist es nichts Gutes. Okay. Wir haben jetzt endlich eine Karte. Ah ja. Interessant. Dann wissen wir ja schon mal, wo wir es suchen müssen. So, ich speichere nochmal ab. Und dann probieren wir gleich mal den Teleporter aus. Oh! Ohne Dietriche natürlich. Oh, hier ist auch noch mal was. Ich möchte gerne. Vielleicht ist ja jetzt hier drin irgendwo ein Schalter oder so. Oh, jetzt ruckelt es gerade bei mir.
Ganz, ganz schlimm. Ja, ich glaube, an dieser Stelle das Spiel möchte ich mir sagen, die Folge ist zu lang. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Falls dem so ist, wie immer, Daumen hoch, Abonnement und natürlich Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder bei Gothic 2 die Nacht des Rahmen weitermachen. Dann gehen wir auf Suche nach den Ornamenten. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Macht's gut. Ciao.